begleiten Sie uns auf einer virtuellen Tour durch die Frog-Fabrik in Südwales. Hello and welcome to Frog Bites Manufacturing. My name is Rob Mason, I'm the General Manager, and we're here to show you an operation of which we're extremely proud. A high-class operation that gained ISO approval for 9000 and 14001 within 3 months of being set up. We were winners of Wales's Insider Magazine Best Factory Award 2017. And we won the Insider Magazine, the UK's Best Factory Award in 2018. This is an extremely high-class operation, and we'd love you to see it. Come and take a look. Die Fabrik ist 11.000 Quadratmeter groß. Derzeit sind über 50 Mitarbeiter vor Ort, und wir produzieren täglich 300 Fahrräder. Unser Lagerteam sendet diese Fahrräder aus, um Bestellungen auf der ganzen Welt zu erfüllen. Jetzt werden wir uns die verschiedenen Phasen der Fahrradproduktion genauer ansehen. Beginnen wir also mit einem Besuch des Radbauteams. Die erste Phase beim Bau eines Rades ist das Füllen der Narbe. Hier haben wir zwei automatische Narbenfüller, die jeweils 900 Narben pro Tag füllen können. Sie führen die Speichen in die Löcher in den Narben. Dies sind sehr effiziente Maschinen auf dem neuesten Stand der Technik. Das Team stellt sich immer sicher, dass sich unsere markanten farbigen Speichen auf beiden Seiten des Ventils befinden. Als nächstes wird das Rad geschnürt. Die Speichen werden in die richtige Position gebracht, während der Roboter sicherstellt, dass jede Speiche gleichmäßig angezogen wird. Unser gut ausgebildetes Team kann in knapp 45 Sekunden ein Rad schnüren. Das Rad geht in die nächste Produktionsstufe. Jeder Roboter zieht zwei Speichen gleichzeitig an, um sicherzustellen, dass das Rad stimmt und die Speichen eine vordefinierte Spannung haben. Die Toleranzwerte sind auf weniger als 0,6 mm zulässige Abweichungen eingestellt, sodass unsere Räder durchweg zutreffen. Dieser Standard konnte nicht manuell erreicht werden. Sobald das Rad abgeklebt ist, werden die Reifen und die Schläuche für den Transport montiert und teilweise aufgepumpt, um den unterschiedlichen Temperaturen und Drücken während des Transports gerecht zu werden. Das Hinzufügen der Staubkappe schließt den Radbauprozess ab und die Reifen stehen bereit, um zum Fließband gebracht zu werden. Währenddessen bereiten Kollegen alle anderen Teile des Fahrrads an eine Reihe von Vormontagestationen vor, die anschließend in die Endmontage gehen. Zunächst wird jeder Rahmen visuell auf Lackfehler überprüft. Wie bei vielen Teilen des Produktionsprozesses ist es wichtig, dass die Komponenten mit sehr genauen Drehmomenteinstellungen zusammengebaut werden. Das Tretlager wird in die Schale eingesetzt und von dieser Maschine je nach Modell auf 33 bis 40 Newtonmeter festgezogen. An der nächsten Station werden die Sättel und Sattelstützen miteinander verbunden. Diese Vorrichtung wurde entwickelt, um sicherzustellen, dass Sattelstütze und Sattel in einem Winkel von 15 Grad verbunden sind. Sie sind so bereits für eine optimierte Fahrposition voreingestellt. Jeder Sattel wird zum Schutz während des Transports neu verpackt. Genau wie die Räder werden die Sättel auf unsere maßgeschneiderten Gestelle gelegt, damit sie vorsichtig zum Fließband gebracht werden können. An der Lenkerstation befestigt unser Team aus Sicherheitsgründen Gummistopfen am Ende des Lenkers. Unsere einzigartigen Bremshebel und Griffe werden angebracht und mit dem richtigen Drehmoment festgezogen. Anschließend werden die Brems- und Getriebekabel angelegt. Regelmäßig baut einer unserer qualifizierten Mechaniker ein ganzes Fahrrad für eine Veranstaltung auf, inspiziert die Fahrräder während des Produktionsprozesses oder überprüft gebrauchte Fahrräder, bevor sie erneut versendet werden. Die Fahrräder werden nun für den Versand vormontiert.
Dies geschieht auf unserer 45 Meter langen Produktionslinie. Hier werden Rahmen, Gabeln, Lenker, Räder, Gangschaltung und Kurbeln zusammengeführt, Bremskabel eingefädelt und alles einer gründlichen Prüfung unterzogen. Die Linie bewegt sich permanent, während jedes Mitglied des Teams verschiedene Teile des Fahrrads sorgfältig zusammenbaut und testet. Die Schutzverpackung wird angebracht und das Fahrrad zusammen mit Schutzblechen, Pedalen, Reflektoren und Lackaufkleber verpackt. Endlich ist es bereit für die nächste Etappe seiner Reise. Unser Lager befindet sich auf dem oberen Stockwerk über dem Fließband. Daher werden die Fahrräder in einen automatischen Aufzug geleitet, der sie nach oben befördert. Im Lager haben wir viel Abstellraum, genug Platz für Zehntausende von Fahrrädern. Jede Bucht ist einzeln mit einem Barcode versehen, was uns ein sehr hohes Maß an Lagergenauigkeit verleiht und es dem Lagerteam erleichtert. Unser Lagerverwaltungssystem weist das Team an, die nächsten Fahrräder zuerst nach dem First In, First Out auszuwählen. Sobald die Fahrräder für jeden Kunden etikettiert wurden, werden sie in unseren zweiten Aufzug gestellt und werden auf dem LKW verladen. Der Schutz der Umwelt ist uns sehr wichtig. Unsere Fabrik wurde optimiert, um den Energieverbrauch zu minimieren. Wir recyceln alle Kartons, Kunststoffe und Metalle, die wir vor Ort nicht wieder verwenden können. Mit diesem Verdichter können wir Kartonabfall zusammenballen, der regelmäßig gesammelt wird. Wir verbessern ständig unsere Verpackung und Prozesse, um unseren CO2-Fußabdruck weiter zu verringern und stellen gleichzeitig sicher, dass wir unseren Kunden stets ein preisgekröntes Produkt in Top-Zustand liefern. Wir hoffen, Ihnen hat diese virtuelle Tour gefallen.